Hallöchen ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute im Klimagartencenter in Remscheid und es geht heute um eigenes Gemüse anbauen. Und zwar nicht, wie ihr jetzt vielleicht denkt, im Schrebergarten oder in einem normalen Garten im Haus, sondern auf eurem Balkon. Das ist natürlich immer so ein bisschen tricky, denn auf dem Balkon ist meistens nicht viel Platz. Aber ich zeige euch heute, welche Pflanzen und welche Samen ihr dort benutzen könnt, um auch auf kleinem Platz euer eigenes Gemüse anzubauen. Also wenn ihr Bock habt, dann bleibt gern dran und dann geht's wie immer auch direkt los. So, wir starten hier als erstes in der Kräuterabteilung, denn wenn nicht Kräuter, was dann auf dem Balkon, könnt ihr super direkt zum Kochen benutzen. Und ich würde euch für den Anfang auf jeden Fall Knoblauch empfehlen, Petersilie und Thymian. Es gibt natürlich noch super viele weitere einfache Kräutertöpfe. Nehmt da einfach das, was ihr mögt, was euch am ehesten zusagt, womit ihr gerne kocht. Und von allen Pflanzen könnt ihr super gut einfach das ernten, was ihr dann für das jeweilige Gericht braucht. Und den Rest lasst ihr einfach in eurem Topf auf dem Balkon weiter wachsen. Wenn ihr euch entscheidet, Minze zu pflanzen, dann macht das auf jeden Fall in einem extra Behälter, denn Minze wuchert extrem und nimmt den anderen Pflanzen, wenn ihr sie zusammen mit anderen pflanzt, einfach super schnell den Platz weg. Und ihr habt dann überall einfach Minze rauskommen und die anderen wachsen nicht mehr so gut. Deshalb immer darauf achten, Minze in den eigenen Topf. Was ich eben auch noch gefunden habe, ist auf jeden Fall Rosmarin und Oregano. Die zwei sind auch eigentlich die Must-Have, sage ich mal, im Kräutergarten. Dann passt einfach super zu super vielen Gemüsegerichten, Fleischgerichten. Damit könnt ihr nie was falsch machen. Und Rosmarin ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, sogar winterhart. Und das heißt, ihr könnt den einfach in eurem Topf das ganze Jahr draußen lassen. Vermeidet auf jeden Fall immer Staunässe, aber das gilt für alle Kräuter natürlich. Und dann könnt ihr immer das ernten, was ihr gerade braucht. Ja, nach den Kräutern machen wir jetzt weiter mit Salaten und da empfehle ich euch auf jeden Fall Rucola, denn den könnt ihr super in eure Balkontöpfe oder Pflanzkästen reinpflanzen, ob ihr den jetzt vorseht mit eigenen Samen aus der Tüte oder direkt als fertig gezogene kleine Pflänzchen, ist im Grunde egal, denn er braucht so oder so nicht viel Platz und auch da könnt ihr wie bei den Kräutern einfach das ernten, was ihr für euren Salat braucht, ja, und habt immer frischen Salat auf dem Balkon. Das gleiche gilt auch für so Pflücksalate. Da erntet ihr einfach immer die äußeren Blätter und in der Mitte wächst dann der Salat einfach weiter. Da ist natürlich immer wichtig bei so einer etwas größeren Salatform, dass ihr dann einen etwas größeren Pflanztopf nehmt. Und auch hier, wie bei allen Pflanzen, dass das Wasser gut ablaufen kann. Noch da habt ihr immer frischen Salat. So, wir machen weiter mit Tomaten, denn auch die könnt ihr sehr gut auf eurem Balkon pflanzen. Wichtig ist da natürlich, dass ihr einen möglichst sonnigen Balkon habt und dass ihr die Pflanze, die ihr in einem Gartencenter zum Beispiel hier beim Prima kauft, direkt umpflanzt in einen etwas größeren Topf, der aber natürlich von der Größe her auch gut auf dem Balkon passt. Dann holt ihr euch am besten einen Rankstab dazu, dass sich die Tomate auch festhalten kann und dann könnt ihr eure eigenen Tomaten sehr gut auch auf dem Balkon ernten. Ich habe jetzt hier so eine kleine Cocktailtomate, das geht natürlich auch mit größeren, aber für den Balkon eignen sich so kleine auf jeden Fall mal ein bisschen besser. Was ihr dabei auf jeden Fall beachten solltet, ist, dass ihr diese kleinen Stecklinge hier, die hier in der Mitte kommen, auseinander macht, also dass ihr die von der Pflanze entfernt, das nennt man Ausgeizen. Somit kann die Tomate in die Höhe wachsen und steckt nicht ihre ganze Kraft in die Seitentriebe. Und das wollen wir, dass sie möglichst groß wird. Ebenfalls sehr gut für den Balkon geeignet ist auf jeden Fall auch Snackpaprika. Genauso wie bei den Tomaten ist es da auch wichtig, dass ihr die Pflanze direkt in etwas größere Töpfe umpflanzt, dass sie einfach gute Möglichkeiten hat, sich auszubreiten, die Wurzeln auszubreiten und so wird sie auch schön groß. Und auch da wichtig, dass sie sonnig steht und die Nässe, also das, was ihr gießt, einfach gut abfließen kann, dass die Wurzeln nicht im Wasser stehen und von der Größe her auf jeden Fall sehr gut auch für den Balkon. Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei den Samen angekommen und auch da könnt ihr super viel an verschiedenen Samen bei euch auf dem Balkon aussehen. Und zwar gehen wir jetzt erstmal so ein bisschen auf Balkonkästen ein, also Blumenkästen, die jetzt nicht ganz so groß sind. Da könnt ihr Feldsalat, Radieschen und auch Spinat wirklich richtig gut einsehen, denn die brauchen alle nicht super viel Platz und wachsen alle relativ in kurzer Zeit. Das heißt, innerhalb von 4, maximal 5 Wochen
ist das super und ihr könnt schon das erste Gemüse ernten. Wenn ihr jetzt ein Hochbeet zum Beispiel auf dem Balkon habt, das relativ klein ist, wir kommen dann gleich nochmal zu einer Auswahl an Hochbeeten, da zeige ich euch ein bisschen, welche Größen super sind, könnt ihr da super gut Kohlrabi einsehen, Mangold oder auch Buschbohnen. Bei Bohnen ist es wichtig, dass ihr da zum Beispiel dann Rangstäbe habt und sich die Bohne daran einfach festhalten kann. Und auch hier sind das alles Pflanzen, die im Hochbeet super gut gedeihen, denn sie brauchen einfach zum Beispiel, anders als eine Zucchini-Pflanze oder eine Kürbispflanze, relativ wenig Platz. So, von den Kräutern, Pflanzen und Samen geht es jetzt einmal zu den Gefäßen. Und da sind wir jetzt bei den Hochbeeten. Im Grunde ist es ganz egal, was ihr da nehmen wollt, ob Kunststoff oder Holz, Metall, das, was euch am besten gefällt. Ist aber auf jeden Fall platzmäßig super, um eure Gemüsepflanzen auch gut unterzubekommen. Wenn ihr einfach etwas größere Pflanzen einpflanzen wollt, die eben zu groß sind für eure Balkonkästen, für eure Blumenkästen, dann macht ihr mit solchen Hochbeeten nichts falsch. Wichtig ist immer, dass unten eine kleine Drainage reinkommt, zum Beispiel Blähton oder so ein bisschen was an alten Stöckern, Blätter etc., bevor es dann an Hochbeeterde geht, denn dann hat das Ganze einfach so ein bisschen Abfließmöglichkeit. Die Wurzeln stehen nicht direkt im Wasser und den Pflanzen geht es damit einfach ein bisschen besser. Das hat auch einfach noch so eine Deckel. Das heißt, wenn es am Anfang ein bisschen kälter ist, ihr vielleicht schon Samen vorziehen wollt, dann könnt ihr das auch perfekt schon draußen machen und dann einfach den Deckel draufsetzen. Dann herrscht darunter ein bisschen besseres Klima und ja, dann geht es euren Pflanzen einfach allgemein ein bisschen besser und sie wachsen wesentlich schneller. Hier sind wir jetzt gerade im Farmhaus vom Cremer und hier habt ihr ein super Beispiel dafür, wie auf richtig kleinem Platz eure Gemüsepflanzen wachsen können. Hier haben wir nämlich unter anderem Tomaten und Gurken eingepflanzt und die werden hier durch das Rangstäbe etwas super in die Höhe geleitet und brauchen tatsächlich gar nicht so viel Platz in der Breite und machen sich dementsprechend auch auf dem Balkon richtig gut. Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen rüberschwenken, seht ihr auch hier Kräutertöpfe, die zum Beispiel dann an eurem Balkon oder wo auch immer ihr sie platzieren wollt, einfach hängend gelagert werden. Und so kann man auch richtig gut einfach Platz sparen. Hier haben die was zum Abfließen. Ah, hier. Ja, ja, die haben oft so ein integriertes Drainage-Ding drin, ja. Diese Edeltöpfe. Ja, genau. Richtig cool. So, wir haben uns jetzt mal kurz in eine ruhige Ecke verzogen und sind jetzt eigentlich soweit durch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dadurch euch einen kleinen Einblick geben, was ihr auf eurem Balkon auch an Gemüsepflanzen anpflanzen könnt, wenn ihr einfach nicht ganz so viel Platz habt. Im Grunde ist da eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Probiert einfach aus und manchmal benötigt es tatsächlich nur sehr, sehr wenig Platz, um auch was Cooles anzubauen. Damit beende ich das Video auch jetzt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!